natürlich absoluter Stolz, wenn du da bei den Filmen bist. Ja, es ist was ganz Besonderes für den Land zu spielen. Und wenn du das dann häufiger machen darfst und dann dich sogar in dieser Nationalmannschaft als fester Teil bewegst, ja, dann ist es schon ein richtig gutes Gefühl, weil das ist genau das, wovon du jahrelang geträumt hast. Ja, wovon du als Jugendlicher geträumt hast. Du hast früher dann die Leute angehimmelt und gesagt, oh, sowas will ich auch mal sein. Und dann bist du jetzt genau das. Das Gefühl ist schwer zu beschreiben, aber es ist jedes Mal wirklich was Besonderes. Gänsehautmoment, das macht mich einfach unglaublich stolz, dieses Trikot tragen zu dürfen, mit den Jungs so ein Turnier zu spielen, das Land zu vertreten, da um alles zu kämpfen, alles reinzuhauen, was geht und versuchen, so erfolgreich zu sein. Und wenn man dann noch was gewinnt, ist es umso schöner. Ja, also das ist ein Moment, der mich jedes Mal ergreift. Also man fängt ja dann so ein bisschen gemäßigt an, aber je länger die Nationalhymne geht, bis zu einem Blütenglanz hat das Gefühl, ja, hast du dann einfach dieses dass du es intonieren möchtest und dann richtig das lebst einfach und dass du dann in dem Moment auch oft daran denkst, einfach was du für eine Verantwortung hast, aber gleichzeitig auch was für eine Chance dich so bietet.